Dorian? Ja. Ja, zieht euch durch. Ja, zieht euch durch. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade durch den Kakao gezogen von dir, Andreas. Irgendwie vor einer Stunde oder so. Hast du mich, ne, hast du noch gesagt, ich soll mich ficken gehen und jetzt erzählst du von deinen Videogeschichten. Das könnte man ja auch in Verbindung bringen, aber das will ich jetzt noch nicht. Was ich sagen wollte, ist, dass grundsätzlich kann sich jeder eine Gruppe gründen, jeder wie er möchte. Und wenn der Florian das macht, dann kann er das machen. Und ich meine, es wurde ja auch ziemlich häufig im Idiot-Forum und auch im Occupy-Forum auch kritisiert, dass wenig Demokratie da ist. Und dann finde ich es schwierig, dann dahin zu gehen in die Vollversammlung und sagen, hier ist auch keine Demokratie und es muss jetzt gelöscht werden oder ja, weiß ich auch nicht, geschlossen werden. Und ich habe das nicht als Selbstdarstellung empfunden von Florian, sondern ich habe es eher so empfunden, dass er versucht hat, er kam nicht mehr in die anderen Foren, die anderen gingen nicht in die Foren von Ralf Sommer, was ich sehr gut verstehen kann, also da wird ja nur Scheiße gepostet und wenn dann schon ein Ziel steht ohne Nazis, dann ist das ja der Nazi-Magnet schlechthin, aber das ist was anderes. Da konnten dann alle rein. Und deswegen fand ich das gut. Dann okay, diese Geschichte mit Tom Bilder, das Lied steht wieder auf dem anderen Blatt. Aber prinzipiell denke ich nicht in Splittergruppen nach vorne und jede Splittergruppe hat ihre eigene Ideologie, sondern eher, komm, wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Irgendwie. Und selbst wenn wir uns einfach nur ja nicht grüßen, aber zumindest für dieselbe Sache auf die Straße gehen. Wenn dieses scheiß Konsensgelaber nicht aufhört, dann gehe ich einfach. Irgendwie nervt es. Okay, danke schön, Noreen. Ich würde zwischendurch mal was sagen. Janu schreibt hier, Basti, ich vertraue dir nicht mehr. Ja, Mensch, jetzt splittern ist besser. Leute, die demokratische Verfahren ablehnen, sind für mich demokratische Bewegungen einfach nur peinlich. Tschüss. Sie hat mich vorhin telefonisch gebeten, etwas vorzulesen, was aber hier in diesem Chat untergegangen ist. Das kann ich auch nicht mehr. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Also ich kann das hier nicht mehr verfolgen. Das hat sie wahrscheinlich gepostet. Vielleicht findet nochmal jemand den Post, dann können wir das nochmal vorlesen. Dann wäre dem gerecht getan. Ansonsten wäre es schon schön, wenn sie halt hier sprechen könnte. Ansonsten machen wir weiter in der Rednerliste. Das wäre dann, glaube ich, der Florian, der dran wäre, oder? Nee, der Ralf ist jetzt dran. Genau, Ralf und Florian. Ja. Und zwar wollte ich mehrere Sachen sagen. Und zwar, Noreen sagt jetzt auch gerade so schön, man muss sich einigen irgendwie. Genau, so planlos wie sie ist, so würde ich ihr doch mal ans Herz legen, sich mit den verschiedenen Wahlverfahren, Abstimmungsverfahren auseinanderzusetzen. Und es hat ja auch noch gar keine Diskussion stattgefunden über die Verfahren. Es wird ja eigentlich nur trollt und ich sehe insgesamt, dass in der Bewegung das Problem ist, dass einfach von vielen Konsens nicht verstanden wird und auch nicht gemacht wird, sondern dass wir immer wieder das Problem haben mit Einzelnen, die sich hemmsärmlich durchsetzen wollen und ich sehe jetzt insgesamt, das hat jetzt mit dem ganzen Vorhergesagten gar nicht viel zu tun so, sondern insgesamt ist das Problem so, dass kein Konsens gemacht wird so oder oft nicht verstanden wird oder natürlich auch sogar die Leute sogar was dagegen haben. Jetzt ist es aber so, dass Demokratia Realia und genauso Occupy sich einer Assemblea bedienen so und genau wie jeder Studentenprotest auch basisdemokratisch mit Assemblea-Handzeichen gearbeitet wird so und das Ganze ist konsensorientiert oder eben Konsensdemokratie so und wer den Konsens ablehnt, der ist in der falschen Bewegung so. So, ich glaube, ich war da noch dran, ne? Ich möchte ganz kurz darauf reagieren. Quee, du bist sofort dran. Also du hast gerade zu mir gesagt, ich sei planlos und müsste mich mit irgendwas auseinandersetzen. Das ist ganz lustig, weil nämlich du derjenige bist, der vor ein paar Wochen... Auf den persönlichen Scheiß werde ich nicht antworten, weil ich keinen Bock auf den persönlichen Scheiß habe. Ich rede über Sachen. Das ist kein persönlicher Scheiß. Ich meine, du kannst dich hier nicht als Versöhner hinstellen. Dabei bist du derjenige, der durch Facebook witscht, Gruppen übernimmt, dich überall einschleust mit deinen Sockengruppen. Alle Gruppen, und reale von denen du meinst, die werden übernommen worden, habe ich selber gegründet. Ich bin Gruppengründer von allen diesen Gruppen, wo du meinst, die könnten sie übernommen. Ob du die Gruppe gegründet hast oder nicht. Du bist nicht in München, du bist nicht ein Occupy-Aktivist in München. Du beteiligst dich, du
hast dich noch nie beteiligt in Idiot München oder in Occupy, du hast nichts geplant, du hast keine Demo gemacht. Wir wissen, ein halbes Jahr vor dir da, Noreen. Du warst ein halbes Jahr vor mir da und deswegen weiß ich ganz genau, was da gelaufen ist, weil die das nämlich immer wieder erzählen, was irgendwie. Weil du mitläufst, hab ich, Noreen. Nein, nicht. Und ich sag's dir, du hast die Gruppe Occupy München kaputt gemacht, du hast sie übernommen. Und du hast echte, reale, das ist mir doch scheißegal, ob du die gegründet hast. Du bist kein Occupy-Aktivist in München. Du hast kein Recht, eine Gruppe zu übernehmen. Nein, ich möchte es jetzt mal sagen. Hallo, Stopping. Ich glaube, also, es ist der falsche Moment, für Schuld zu würfen. Nein. Ich möchte das jetzt mal sagen. Ja, eben. Du solltest denjenigen, du solltest vielleicht denjenigen zurechtweisen, der ständig dazwischen quatscht, oder? Und nicht die gerade das Rederecht hat. Wollen wir nicht vielleicht mal das mit dem Moderator wechseln? Weil Basti hat jetzt so lange Moderator gemacht, ich denke, er hat eine Pause verdient. Ich wäre euch sehr dankbar. Ich möchte das jetzt einfach. Kann jemand anderes die Moderatoren übernehmen, bitte? Können wir das kurz klären? Also ich würde gerne. Fanny, möchtest du das machen, bitte? Ich nie. Ich bin nicht neutral noch. Vielleicht darf ich dann einfach, weil ich eigentlich dran wäre. Ja, wenn du das schaffst, ja. Du bist die Mitte gerne. Das machen? Kann ich dich noch bitte zu Ende? Ich meine. Ja, gleich. Wir sind ja gleich dabei. Wir danken an den Basti erstmal ganz herzlich für diese übelst 5, 6, 10 Stunden Moderation und übergeben die jetzt an Kuh. Vielen Dank, Kuh. Nein. Basti, ne? Ich wollte einfach nur dran sein, weil ich dran war und alle Leute sich vor mich jetzt geschoben haben und ich überhaupt nicht mehr zu Wort komme. Ich dachte, er wollte moderieren. Es scheint hier kein anderer moderieren zu wollen. Das hat ja nichts zu sagen, dass ich irgendjemand von den beiden unterbrechen wollte, ja? Noreen kenne ich aus dem Kieler Camp. So, und Ralf. Noreen redet jetzt. Jetzt redet Noreen. Genau. Genau. Echt? So, bitte. Danke, Paul. Was ich nur sagen will, ist, dass Ralf sich hier nicht als Versöhner aufspielen soll, weil er eine echte Aktivistengruppe in München gesprengt hat, obwohl er weder Aktivist ist, einfach nur sich auf sein Gruppengründerrecht, was auch immer das für ein Recht sein soll, berufen hat. Und es geht halt nicht. Und also mir dann vorzuwerfen, ich sei unwissend, ich soll den Mund halten oder was auch immer. Ich weiß sehr wohl, was in München gelaufen ist. Man kann das im Forum, das ist auch ansehbar, die ganzen alten Beiträge von ihm sehen. Da lief genau dasselbe wie in Berlin. Und ich soll auch noch herzlich Beileid nach Berlin bestellen aus dem letzten Plenum. Da war das auch nochmal Thema. Und wir sind uns alle einig. Natürlich haben wir dasselbe Ziel. Wir möchten, weiß ich nicht, eine Revolution oder eine Reformation, was auch immer. Wir möchten etwas verändern, aber wie? Und mit rechten Sachen geht es einfach nicht und mit antisemitischen Sachen geht es auch nicht und es geht auch nicht, wenn man einfach Sachen postet, über die man nicht nachgedacht hat und zu denen man sich gar nicht positionieren möchte. Und das passiert nämlich in diesem ganzen ohne Nazis, ohne Kontrrevolutionäre und leider jetzt auch in der alten Occupy München Gruppe. Und das toleriert man einfach nicht. Das möchte ich auch nicht, dass das in der Bewegung toleriert wird. Und ich möchte, dass das auch nicht in der Volksversammlung toleriert wird. Aber da ist es bisher noch nicht vorgekommen. Deswegen ist es kein Thema. Danke, Noreen. Ich würde gern den Maso hier begrüßen, der jetzt gerade zu uns gekommen ist. Maso, möchtest du dich ganz kurz vorstellen, bevor wir weiterfahren? Maso, hallo? Ja, mal gucken. Funktioniert mein Mikrofon? Ja. Ja, super, danke schön. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich sitze zwischen Hamburg und Berlin, mache den Caster TV Livestream und bin seit Oktober 2011 bei Occupy mehr und mal weniger aktiv. Zuletzt war ich beim Anti-Kriegs-Camp Warstart hier bei Magdeburg, hier beim Gütz und habe von da berichtet und jetzt bin ich gerade ganz frisch zurückgekommen und habe gehört, dass jetzt hier auf Mumble es kräftig auch von der deutschen Seite zur Sache geht und freue mich, dass ich das erste Mal hier in dem deutschen Kanal so viele Leute treffen darf. Hallo. Hallo. Kannst du die Moderation übernehmen? Sei gegrüßt, Maso. Hast du vielleicht Lust, die Moderation hier weiter zu übernehmen? Und ich mache das schon ein paar Stunden lang.
Ja, kann ich machen. Ich rufe dann um Hilfe, wenn ich irgendwann wieder abgeben möchte. Okay, danke. Ich bin ja bei dir. Also ich mach's jetzt mal, wir übergeben jetzt. Also ich habe jetzt hier noch den Andreas Vetter mit einem Einwurf, okay. Dann den Florian. Und Q kommt als nächstes. Ja, und Q kommt als nächstes, genau. So. Was den vielleicht mal dann an Maso übergeben, an welchem Stand es hier ist, von Moderation zu Moderation, wenn du magst. Ja, Moderation zu Moderation. Wir sind hier gerade im offenen Gespräch. Ja, welches ziemlich konfus ist. Es geht hier um die Vollversammlung. Es geht hier eigentlich, ging es in der Tagesordnung, die wir hoffentlich abgeschlossen haben, ging es eigentlich mal ums Vernetzungstreffen, was haben wir abgeschlossen. Ja, jetzt geht es halt um Streitigkeiten, Findungsprobleme, zueinander, ich hoffe miteinander. Ja, das, ja, genau. Okay, darf ich jetzt? Best und ich versuche mich jetzt ganz kurz mal, du machst jetzt noch ein paar Minuten und ich finde mich hier mal in die Reihenfolge rein. Jo, so können wir es machen. Also, ich glaube, wer war jetzt dran? Andreas, glaube ich, ne? Q kommt. Andreas. Q kommt jetzt dran. Andreas, Q. Andreas mit einem Einwurf an Noreen. Q kommt jetzt dran. Q hat schon lange genug gewartet. Ich war gerade, ey Leute, ihr seid doch parteiisch. Also ich glaube, Q, der Moderator sagt jetzt Q und dann gehen wir weiter. Moderator, Moment mal. So, Noreen hatte gerade was gesagt, ich habe eine Notiz gemacht, ich habe mich gemeldet, ich habe gewartet, wir haben den neuen Moderator begrüßt, ich habe Geduld gezeigt. Ich möchte eine habe eine Frage an Noreen, bitte. Ja, du gehst jetzt in Q. Noreen, ich denke... Die Aussage ist keine Aussage, das ist nicht in Ordnung. Was sagt denn Q dazu? Ja, aber die Aussage, dann fragen wir Q. Q, was sagst du, Andreas will dich übergehen? Ich würde euch am liebsten mal gerne ein paar Texte von mir jetzt vorrappen, aber ich habe selber dazu noch nicht mal mehr Lust. Ich will ihn gar nicht übergeben. Ich will jetzt ins Bett gehen. Ich hab nicht eine Minute. Dann sag eine halbe Minute noch was, vielleicht finde ich meine Gedanken sehr nochmal wieder und danach gehe ich sowieso ins Bett. Macht euch bitte Notizen. Gut, los. Also Andreas, danke. Noreen, du hast gerade gesagt, wie es nach deiner Vorstellung halt nicht geht. So, ich würde ganz gerne, also vielleicht nicht jetzt, vielleicht kannst du ja mal drüber, vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Mich würde viel mehr interessieren, wie es geht. Wie bringen wir die Bewegung nach vorne? Nicht wie es nicht geht, sondern wie geht es, dass wir die Bewegung nach vorne bringen und eine bessere Welt schaffen können, wo alle glücklich sein können und in Frieden leben können. Was für eine bescheuerte Frage, sag mal. Stopp. So, jetzt Q. Ich finde die Frage überhaupt nicht bescheuert, weil wir reden die ganze Zeit nur darum, wie es nicht geht. Mit den Rechten geht's nicht. Mit dem Florian geht's nicht. Mit irgendjemand geht's immer nicht. Es geht nur zusammen und ich glaube, für mich ist es auch eminent wichtig, mit diesem Gefühl, dass wir alle zusammen an einem Strang ziehen. Und das Gefühl habe ich total im Moment verloren und bin darüber auch echt enttäuscht. Jetzt würde ich noch mal kurz was zur Assemblea, zur Vollversammlung sagen, die Florian gegründet hatte. Das ist eine super Idee. Wir können da richtig was Tolles draus machen, wenn Florian einen Schritt zurück macht und ihr aufhört, auf ihn weiter rumzuhacken. Und das können wir nämlich machen. Ich habe da eine Vision schon mal reingepostet, wie man da wirklich was Gutes draus machen kann. Und zwar geht's doch um die echten Assembleen, die stattfinden sollen, draußen, auf der Straße. Und es wäre ein super Vernetzungsknotenpunkt, die ganzen Sachen dort einzubringen. Welche Assemblee, welche Beschlüsse gefasst hat, die kommen da rein und werden wieder nach außen getragen. Dieser Charakter, deutschlandweit, den muss man sich natürlich erst erarbeiten. Und ich bin auch mit der Namensgebung nicht einverstanden im Moment und auch nicht mit dieser Rätestruktur, die geplant ist. Aber mit diesen grundsätzlichen Gedanken ist es ein Instrument, was uns absolut weiterbringen könnte und eben auch genau so eine Konflikte vielleicht vermeiden könnte. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft gut. Gute Nacht. Die Journale hat den Einwurf. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass ich von der Aktion beziehungsweise Widerstand, ja, der dringlich nötig wird, wissen wir alle, die andere Seite ist sehr schnell, ne? Die arbeiten wirklich konzentriert und die sind auch in der Überzahl, ne? Und für mich geht das alles von der Aktion aus. Da sehe ich, wie die Leute ticken, da treffe ich die Leute, da sehe ich, was sie machen. Ja, also macht was, ja, also kein Konsenszwang und dieser ganze Scheiß. Ja, wir haben gar nicht die Zeit dafür.
Dann war das X von Florian jetzt mal dran. Ja, gerne. Ich kann mich auch kurz halten, weil meine Konzentration ist auch fast weg. Also, das, was Kay gerade gesagt hat, das berührt mich. Ich bin zwar jetzt nicht in der Lage, jetzt so... wie gesagt, das ist genau das Ding. Es geht darum, dass wir nicht mehr gegeneinander agieren, sondern bitte zusammen. Und mir sind nochmal 3-4 Punkte wichtig und die will ich nochmal kurz hier ablesen, weil ich mir Notizen gemacht habe. Einfach, weil ich die Chance wahrnehmen will, dass wir hier uns hören können. Also diese Bedrohung und die sogenannte Gehirnwäsche in Berlin, die jetzt der Gulli da angeführt hat und auch der PA, da möchte ich gerne mal Belege haben, wie er darauf kommt. Ich möchte da gerne Fakten haben, damit solche Gerüchte nicht noch weiter in die Welt rauskommen. Das gleiche gilt auch mit Ralf und Noreen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, was in München los war. Und da wünsche ich mir auch einfach, und da glaube ich, andere Aktivisten wollen das auch wissen, dass ihr das mal geklärt kriegt. Weil das nützt überhaupt nichts, über ein halbes Jahr immer zu hören, Ralf ist so schlimm und dann sagt er aber was ganz anderes. Das kann man nicht angehen. Das ist doch totaler Kindergarten. Da sind wir doch nicht eindeutig besser als die Politiker im Fernsehen, die sich auch dauernd, ich meine, die benutzen nicht so blöde Wörter wie wir manchmal, die sind da viel aalglatter, aber das ist doch der gleiche Scheiß wie im Fernsehen. Merkel geht vor die Kamera, bla bla bla, und dann kommt Gabriel hinterher, bla bla bla, und die hassen sich und alle merken es nicht, weil das so zugekleistert ist. Und wir machen hier dasselbe. So. Und Hanfprinzessin, wann habe ich jemals gesagt, dass ich der große Führer bin? So, das sind Projektionen ohne Ende und der Rat, der ist noch im Aufbau, Leute. Ihr fangt schon an, so zu reden, als wenn der Rat irgendwie schon in der Bildzeitung auf Seite 1 irgendwie was verlautbaren hätte. Das ist eine Facebook-Gruppe mit ein paar Leuten, die eine Idee haben. Und ihr regt euch hier auf, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sonst was gemacht hätte. Ne? Und nochmal, wenn ich sage, ich habe einen Kreis von X Menschen um mich rum, dann ist das so. Und jeder in dem Kreis hat auch X Menschen um sich rum. Es ist ein Kreis. Da sind alle ebenbürtig und gleichwertig und dieses mit Hanfprinzessins Fantasien raffelkotzen mich an und der steht vorm Spiegel, das ist ein Energievampir und der onaniert bestimmt. Ey, was denn das für ein Niveau, Leute? Also ich nehme gerne Kritik an, aber nicht auf der Art und Weise. So, da habe ich keinen Bock drauf. So, und ich halte mich auch zurück. Und ich könnte auch zu Pausen. Nennt, ja, warte mal, lass mich doch mal, ich bin gleich fertig, Hans, ich bin gleich fertig, ne? So. Och, du bist so niveauvoll, Schätzchen, süß. So, und ich halte mich ja zurück und ich lass mich doch mal wenigstens ausreden, wenigstens der Level. Merkst du es eigentlich noch selber? Eine Minute. Einwurf von PA kommt jetzt und nein, ich war noch nicht fertig. Genau, noch eine Minute bitte. Genau, super. Bitte. Du bist jetzt fertig. Nein, ich rede jetzt noch, weil ich bitte eine Minute noch. Du bist jetzt fertig. Ich habe euch auch allen zugehört. Ja. Du bist jetzt fertig. Nein, ich möchte bitte noch meinen Wortbeitrag, ich habe meine Notizen gemacht, ich habe zugehört, bitte zu Ende reden. Demokratie, ja. Gleiche okay. Rechte für alle. Lass mich bitte ausreden, alle. Du hast 60 Sekunden, ich zähle jetzt ab, 59. So, ich halte mich zurück. So, und ich bewerte nicht die Hanfprinzessin, wie sie auf der Biennale in Berlin drauf war. Ich bewerte auch nicht Gulli, wie er am Brunnen gebadet hat. Ich bewerte auch nicht die Videos von der Viotonale. So, ich mach das nicht. Weil diese scheiß Bewertung von anderen Menschen, das ist unmenschlich. Und das haben schon mal in Deutschland irgendwelche Mächtigen probiert, allen anderen zu erklären und Vorschriften zu machen und das ideale Menschenbild zu schaffen. Ich kotze, wenn ich diese Ideologien höre, diese Weltbilder, und die fangen bei dir an, Hanfprinzessin, mit solchen Sachen, dass du mich in Schubladen packst. So, ich will keine Feindbilder mehr und ich verbitte mir das, dass ihr noch so eine Scheiße über mich erzählt. So, bitte zusammen und zur Not eben nebeneinander und am besten irgendwann mal lernen, dass wir diese Unterschiede akzeptieren. Und wenn ich onaniere, Hanfprinzessin, und an deinen geilen, süßen Arsch denke, dann ist das mein Recht. So. Verstehst du das? Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen und dürfen so sein, wie wir sind. Okay, danke. Ja? Habt ihr das verstanden, was ich meine? Hört auf mir rumzuhacken. Danke. Auf Ralf. Ich bin gleich fertig. Hört auf immer auf anderen rumzuhacken. Macht euer Ding und hört auf, andere Arbeit immer kaputt zu machen. So. Ich habe fertig für heute Abend. Danke. Also ich fand das jetzt nicht so ganz okay, dass du auf dem Arsch von der Hanfprinzessin onanieren möchtest. Ist das die Reihenfolge jetzt? Ich finde den aber super. Ich finde den super. Ich finde ihren Arsch geil. Ja, muss auch mal gesagt werden. Ist das die Reihenfolge jetzt? Also bitte, zur Reihenfolge zurück. Ja, sorry, ja. Ich kann dir momentan nichts mehr sagen. Ich bin gerade
von diesem sexistischen Statement so erschüttert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ist okay, zurückstellen. Basti, du hattest auch noch einen Einwurf. Ja. Sofort neuen Arsch anlegen. Habe ich sicher. Und ich Florian. Wirklich. Florian, bester Aktivist of the world. Whatever. Nein, ich will das nicht mehr hören, ey. Fuck off, ey. Siehst du? Hört auf, mit immer so eine Scheiße zu erzählen. Hör mir zu. Das bist du. Florian, endlich mal du selbst. Ja, das bist du doch auch. Ich bin zum Kotzen. Ja. Ja. Bitte weiter weg vom Mikro. Ja. Ich bin kein Kaiser. Ich bin kein Führer. Ich bin kein Wichser. Nein. Florian, alles gut, lass ihn mal kurz, lass ihn mal kurz. Ja. Ja. Wenn du so scheiße hast, musst du das nicht verstehen, Florian. Der so eine Hetze macht. Und wenn du gesagt, was sprichst du über den Spitz im Auge aus Nachbarn? Der Balken ist in deinem Gesicht. Florian, deine Stimme ist nicht so gut zu verstehen, wenn du so laut redest. Hörst du mich gerade? Hört sich so ein bisschen an wie eine Rede aus dem Dritten Reich. Wollte ich gerade sagen. Alter. Also, Florian, ich kann deine Aufregung ja verstehen. Ich war hier gerade draußen und ich habe das mitbekommen, dass hier der Florian gerade rumgebrüllt hat. Ich habe nicht gehört, was er gesagt hat, so. Aber soll ich euch was sagen, so, wenn immer alle auf einen losgehen, so, ist da was, lass mal den Florian ein bisschen in Frieden. Ja, also, wir haben hier eine Redereihenfolge. Ja. Ja, auch da wir hast du recht, auch da muss ich dir recht geben. Ja, und jetzt glaube ich, bin ich dran. Ich bin jetzt dran. Wieder weg hier, ja? Ja, danke, Ralf. Ich glaube, ich bin jetzt dran mit meinem Einwurf. Und Florian, Mensch, ich kann deine ganze Aufregung verstehen. Bei Gott. Aber du kämpfst hier gegen uns an. Also nein, ich habe ein Recht zu sagen, dass ihr mich in Ruhe lassen sollt. Lasst mich in Ruhe. Nein, ich möchte, dass du mich ausreden lässt. Und ich will nicht von dir beschimpft werden. Das ist mein erstes Du wirst von mir niemals, das werde ich dir versprechen, du wirst von mir niemals beschimpft werden. Das werde ich nicht tun. Warum soll ich das tun? Ich kenne dich gar nicht. Ich kenne dich nur aus dem Fernsehen. Dann stell mich nicht als Führer hin. Das hast du gesagt. Um Gottes Willen. Ich bin ein Mensch. Natürlich bist du ein Mensch, auf jeden Fall. Und ich raste gerade so aus, weil ich es nicht mehr ertrage, dass die Hanfprinzessin mich sonst was nennen darf, im Chat, online. Guck mal, Flo, das ist vom Geld rein, lass dich doch nicht, aber guck Florian, mal, hier neues Geld für dich. Ich gucke, da ist die Telefonnummer, Rainer anrufen, da gibt's wieder Geld für dich, Schätzchen. Funny, nee, mir reicht's ja. Ich weiß, wie viel er schon abgegriffen hat von der Bewegung. Und die Aktivisten, die arbeiten und der vermarktet sich hier über diese Bewegung. Ich hasse das wie ein Das ist okay. Ey, hör doch mal auf zu lügen. Ihr führt hier leider gerade einen Dialog und wir hatten hier noch ein paar mehr Leute in der Runde. Gullitaucher hatte einen Einwurf. Ja, also ich bin in der Lage, das, was ich sage, eventuell auch darzulegen, aber weißt du, eigentlich bin ich ja ein freier Mensch und ich brauche keinen Chef und keinen Repräsentanten. Ich fühle mich in irgendeiner Weise ja vermarkten, das muss ich auch nochmal aufgreifen. Florian, kann ich bitte mal kurz zurückhalten und die anderen auch zu Wort kommen lassen, bitte. Vermarkt, ich will, dass diese Beleidigung aufhören. Florian, bitte, du kannst es auch in den Chat schreiben. Ich wurde darum gebeten, dass ich Stellung dazu, dass ich eben halt Beweise dazu darlege, zu dem, was ich sage. Ich kann Beweise dazu darlegen, aber die Beweise werden von dir und deinen Anhängern eh nicht akzeptiert werden. Und wenn ich dann ständig... Das ist eine Lüge schon wieder eine Lüge. Und transparent. Auf zu lügen. Ich habe heute auch schon ein paar Beweise angelegt und es veröffentlicht. Nur diese Beweise wurden nicht anerkannt. Die wurden einfach ausgeklammert. Da wurde einfach über andere Sachen geredet. Und wenn ich ständig E-Mails bekomme, in denen du dein gesamtes Portfolio an Homepage-Adressen hast, unter anderem auch deine Firma, die du da am Laufen hast oder was es auch immer sein mag, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber das alles bringt einfach auch ein falsches Bild darauf. Und dann immer wieder dieses Gehen. Ich gehe, ich komme wieder. Und ich bin in keinster Weise neidisch, Jano, ja? Und dass ich jetzt einen Höhenflug bekommen habe, das ist auch in keinster Weise gerechtfertigt. Ich meine, ich ruhe mich auf meinen Erfolgen oder auf meinen Nichterfolgen nicht auf.
aus. Das muss ich nicht machen. Weißt du, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich mache. Und die Menschen, die wirklich was mit mir aktiv machen, die wissen, was sie an mir haben. Und dann muss man so etwas nicht haben. Also, sorry, wem soll ich denn was beweisen? Und ich muss jetzt Angst haben? Ich muss jetzt Angst haben, weil mir die Leute jetzt irgendwie mich bedrohen? Ja, ich bin wahrscheinlich in der falschen Bewegung. Das ist schon wieder eine Lüge. Keiner bedroht dich. Keiner. Keiner bedroht mich, aber die ganzen E-Mails, die PNs, die da gelaufen sind, oder die Aussagen, ich soll ja aufpassen. Was ist deine Bedrohung drin? Hör auf zu lügen! Ja, hör auf zu lügen! Was ist das für eine Art und Weise, wie du mit mir sprichst? Was ist das für eine Art und Weise? Ich lasse mich hier nicht bedrohen. Ich fühle mich bedroht. Und wenn ich mich bedroht fühle, dann ist das so. Dann drücke ich das auch so aus. Und diese Nachrichten... Mein Gott, ich verstehe das nicht. Soll ich das meiner Tochter erzählen? Soll ich meiner Tochter erzählen? Wir haben uns hier gestritten bis zum Gehtnichtmehr und haben uns verzopft. So, ist das das? Basti, lässt du bitte jetzt Gulli Taucher seine Empörung so äußern, wie er es möchte? Und das kannst du deiner Tochter dann auch so erzählen. Weil das authentisch ist. Er soll aber aufhören zu lügen. Weißt du, ich werde hier nur noch als Lügner dargestellt. Damals bei der Biennale, bei der Occupy Berlin Biennale. Ich war der Mensch gewesen, der da so einen Katalog zerschnitten hat. Ich habe dafür viel Häme bekommen und viel einstecken müssen. Aber ich habe auch in der Biennale gesessen und habe dort auch Aktivisten gehabt, die dort wirklich eine Aussage getroffen haben, die dann damals gesagt haben, ja, hier ist Geld in falsche Taschen gelaufen. Das haben mir die Leute vor Ort gesagt, weil ich hingegangen bin, um aufräumen zu helfen, trotz meiner Kritik zur Biennale. Und das habe ich auch im Internet publiziert. Aber da hat man mir auch gesagt, du hast ja gar kein Recht. Das ist ja alles erstunken und erlogen. Das will man mir immer abtun, dass ich irgendwo über was Bescheid wissen würde. Weil ich irgendwie 25 Jahre alt bin und angeblich von Tut und Blasen keine Ahnung habe. Tut mir leid, Maase. Ich hab Thomas, du hattest einen Einwurf. Ja, ich möchte nur kurz sagen oder irgendwie zur Anregung geben, irgendwie Video Atonale heißt nicht Occupy TV, weil ich sowas total anmaßend finden würde. Und das nur mal zur Anregung. Dann hatten wir eine Wortmeldung von Paulette. Ja, das ist schwer, den Faden zu halten, wenn man was sagen wollte. Ad 1, Florian. Das solltest du nach der gewaltfreien Kommunikation mindestens als Programm wissen. Wenn jemand dir gegenübersteht und sagt, dass er sich bedroht fühlt, dann ist das für denjenigen eine Realität. Okay? Und dann ist diese Realität ernst zu nehmen. Okay? Und Belege und Beweise hat Gulli dafür. Weil das, was Bedrohung ist, nicht nur, wenn du, das weißt du ganz genau, was muss ich dir erzählen? Was machst du hier so auf naiv? Was soll das? Ich verstehe es manchmal nicht. Weißt du, bedrohen ist nicht, wenn einer mit dem Messer vor mir steht, nur. Bedrohen ist auch nicht, wenn einer sagt, ich kill dich morgen. Bedrohen ist auch nicht, wenn einer mich Arschloch nennt, nur. Nee, bedrohen ist ganz subtil, ist bedrohen. Und richtiges Bedrohen geht ganz subtil. Und die Sachen, die er hier vorhin veröffentlicht hat, sind bedrohen. Ja, mit hab mal Respekt vor dem... Und dieses und alles, das sind Drohgebärden. Verstehst du, das sind Gebärden. Genauso wie Führergebärden oder Führerinnengebärden nicht mit Worten passieren müssen. Das weißt du auch ganz genau. Sondern das sind Gebärden, das sind Verhaltensweisen, das sind Auftritte, das sind Worte, das sind Programme. Das ist es. Verstehst du? Nur das ist es. Und nicht irgendwie Fakten, 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 irgendwann diese blöden Faktengerede. Nein. Das ist ein menschliches Auftreten. Und das weißt du auch. Egal ob bei dir oder bei jemand anderen. Das ist gleichgültig. Und das ist hier überhaupt nicht personifiziert. Sondern es ist ein ganz bestimmtes Auftreten. Und dieses Auftreten und dieses, die Bewegung in der Art und Weise angeblich zusammenführen wollen, ist nicht Occupy in der Idee. Sondern das ist eine Parteiengründung in der Idee. Auch wenn du keine Partei gründen willst. Verstehst du? Da gibt's Unterschiede. Und darum geht es. Und um nichts anderes. Um das Auftreten. Und das ist ein chauvinistisches, schwer autoritäres Auftreten. Jawohl. Und das ist nachweisbar. Natürlich, wenn man Rat einsetzt. Dann ist das autoritär. Ende der Fahnenstange. So einfach ist das. Da ist überhaupt gar kein Überbau. Da sind wir noch nicht mal in politischer Diskussion drin.
So einfach ist das. Das ist keine emanzipatorische Bewegung. So geht sie nicht. Und dann geht man eben nicht zusammen. Aber da muss man auch nicht von Frieden schwurbeln miteinander. Das war's. Zustimmung. Jetzt halten die da oben ihren Dreierklüngel ab. Finde ich auch toll. Vielleicht solltest du dazu gehen, Florian. Da passt du dazu. Da war ein Einwurf von Florian. Okay, ich habe mich jetzt wieder beruhigt. Also ich bin echt mit meinen Nerven echt am Ende, Leute. Was ich höre, sind zu 90% Unterstellungen. Auch der letzte Spruch, da sind deine Leute da oben, geh da mal hin. Können wir uns auf eine Sache einigen, dass wir aufhören, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und auch aufhören, immer zu interpretieren und immer das Mieseste in dem anderen zu sehen. Aha, wieso hast du dann gestern Paulette-Fraktion geschrieben in der PN? Ich weiß. Wieso hast du dann mit dem Finger auf die Paulette-Fraktion gezeigt in der PN, bitte? Selbstreflexion jetzt? Ich würde sich auch an die Gesprächsordnung halten. Ich habe eine Frage. Nee, mir reicht's langsam, echt? Ich werde die Frage gleich beantworten, Hans. Also, ich weiß nicht, wie jetzt du gerade eben auf Geld gekommen bist und wie du behaupten kannst, was der sich sonst noch... Ach, hast du für den Fernsehauftritte kein Geld bekommen und nicht, ja? Weil du der Einzige, der sich hier anscheinend ständig bereichert. Fanny, lass ihn doch bitte kurz aussprechen. Ja, entschuldigung. Danke. Also, das ZDF hat mir 300 Euro angeboten und ich habe diesen Scheck noch nicht eingelöst. Ja. Und wenn ich ihn einlöse, werde ich damit die Hostingkosten bezahlen für die Websites, die ich bezahle seit einem Jahr. Okay? Und da werde ich Minus machen. So, zweiter Punkt. Diese Unterstellung, uns nimmt doch keiner mehr ernst. Wenn wir laufend hier irgendwie behaupten, auf der Biennale ist Geld verschwunden, der Raffel hat das. Ey, das stimmt nicht. Und ich bitte euch mal, wenn ihr wirklich Demokraten sein wollt und wenn ihr wirklich Basisdemokratie wollt, dann hört doch mal endlich auf, solche Sachen. Nein, ich möchte das Geld eingesteckt hast. Hallo, du drehst mir dein Wort im Mund um. Das möchte ich einfach sagen. Ich habe nicht dich damit gemeint. Ich habe das einfach nur generell gemeint. Ja, das ist dazu. Ja, Gulli, ich habe dich jetzt auch nicht persönlich angesprochen. Es sind laufend Gerüchte rum. Auf Facebook, sonst wo. Und wie gesagt, ich bin einfach gerade, ich habe 7 Tage Tag und Nacht für diese Gruppe gearbeitet. Ich bin gerade mal wieder ausgerastet. Ja, das ist ein Problem von mir. Ich habe einen cholerischen Vater und ich kriege es langsam in den Griff. Ich bin ein Mensch. Und wenn ich dann sehe, dass sich Leute darüber das Maul zerreißen und sagen, geil, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Ey, ihr seid so schlimm, wie ihr mit mir umgeht. Und Jesus hat gesagt, Hanf, ich zitiere dich jetzt mal, an ihren Handlungen werdet ihr sie erkennen. Und ich frage euch mal ernsthaft, warum könnt ihr mir nicht Kritik geben auf eine respektvolle Art und Weise? Die Leute, die das machen, da höre ich auch drauf. Und da ändere ich mich auch. Aber die Leute, die mich immer nur mit Scheiße übergießen, und ich habe, weiß Gott, in der Bewegung 12 Monaten die meiste Scheiße bekommen. Auch jetzt noch. Und ich bin echt am Ende als Mensch. Genauso wie Kee gesagt hat. Er kann nicht mehr. Weil man ist hart, man lässt sich ein dickes Fell wachsen und so weiter. Aber wenn man ausrastet, Leute, und Paulette, du weißt das auch, dann ist das ein Hilferuf. Ja? Dann kann man nicht mehr. Ich brüll rum, wenn ich nicht mehr kann. Und ich habe, weiß Gott, genug heute Geduld gehabt. Das werdet ihr sehen in der Audioaufnahme und im Chat. Und ihr müsst euch mal selber ins Spiegel gucken, was ihr mit mir anstellt. Ja? So, und das ist jetzt eine Reaktion auf eure Aktion. Das ist kein haltloser Vorwurf aus der Luft gegriffen. Wenn ich mir angucke, was übers Netz losgetreten wurde. Und ich habe zu jeder Scheiße eine Stellungnahme geschrieben. Ich bin Mr. Transparent, nicht Mr. Occupy. Ich habe die Hosen runtergelassen. Soll ich noch Kontoauszüge euch schicken oder was? Guck mal auf meine Profilseite auf Facebook, warum ich diese Notizen schreibe. Damit dieses Misstrauen mal endlich aufhören kann. So. Und ich werde 3 Tage lang nicht auf Facebook gehen und macht, was ihr wollt. Schlagt alles kaputt. Spammt wieder alles voll mit irgendwelchen Sockenpuppennamen. Macht alles kaputt. Ja? So. Macht alles kaputt. Ich bin erstmal 3 Tage raus. So, ich brauche eine Pause, ja, und ich gehe rein und raus, weil ich diese Scheißbewegung liebe, aber dann irgendwann auch nicht mehr kann. Und deshalb sage ich Tschüss. So. Und wie gesagt, Leute, wenn ihr mich weiter fertig machen wollt, ich werde auch wieder stark sein, aber jetzt bin ich gerade mal schwach und sage, ich kann nicht mehr. So, das ist die Frage an euch, ob das für euch Occupy ist, jemanden so fertig zu machen, dass er sagt, ich kann nicht mehr politisch arbeiten. Kee hat es auch schon gesagt. Ist das eure Art von Gemeinschaft? Florian, du hast bis jetzt überhaupt noch nicht politisch gearbeitet. Das sage ich dir. Du hast für mich politisch überhaupt noch nicht gearbeitet.
für mich. Ich war noch nicht am Ende. Dass du jetzt wieder so reinhaust, ja? So unmenschlich. Was soll das? Ich bin gerade am Ende, habe ich gesagt. Ich kann nicht mehr. Und dann haust du rein. Du hast nicht politisch gearbeitet. Ich habe genug auf Alex 11 veröffentlicht. Texte. Auch politische. Die mögen zwar aber keine Propaganda, Raphael. Ja, gut, ich gehe, pass auf, ich gehe jetzt raus. Ich habe dreimal gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt rausgehen. Oh, nein. Und dann sind am Ende. Nein, das ist blöd. So, wenn ich so, doch, wenn ich hier so wieder angebrüllt werde. Ich bin am Ende gerade, merkt ihr das doch, ich bin am Ende. Ja, hier sind alle am Ende. Dann halt dich zurück und hör jetzt an. So, weil sich Scheiße einfach ankotzt. Deshalb sind wir alle am Ende, weil es einfach nur anstrengend ist, immer gegen Windmühlen zu kämpfen und Leute, die dann einfach andere Sachen übernehmen und die dann für sich vermarkten oder so, das kotzt uns alle an und sowas wollen wir uns nicht gefallen lassen. Was ist denn Arbeit? Arbeit ist, wenn du auf der Straße eine Demo organisierst, wenn du Leuten hilfst, die Aktionen machen, aber du sitzt zu Hause und spielst mit deinem Computer rum. Ich meine, das ist nicht wirklich Arbeit. Ja, Arbeit kann man das auch nennen, aber das weiß ich nicht, wenn du da so viel gemacht hast, wo ist dann das Ergebnis? Die Gruppen stehen jetzt schon seit Ewigkeiten. Ach so, tschüss, Kowski, war's wohl. So, bei der Videokanale, Thomas? Also ich möchte nur meine persönliche Wahrnehmung wiedergeben. Und zwar, Florian, es tut mir auch leid, das so sagen zu müssen. Ich habe... Er ist nicht mehr da. Ah, der ist nicht mehr da. Okay, ja, dann ist es zu spät. Aber sag trotzdem... Also, mein Gefühl ist eben mit Florian. Die Bewegung lief eigentlich ganz gut, wenn er im Hintergrund war. Wenn er aufgetreten ist, sei es Biennale und dieser ganze Scheiß im KW, was da passiert ist, und Kunstverbrennung, später kam dann Bücherverbrennung, da wird mir schlecht. Und ich kann keine Beweise antreten, das ist einfach ein Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl... Es hängt mit dem Menschen und seinem Netzwerk zusammen. Da gibt es Stress, da wird gespalten, da wird gestritten und all das, ja. Und es nimmt ab, wenn diese People mehr im Hintergrund sind. Das ist einfach eine Beobachtung von mir. Also ich will da auch niemanden verurteilen, aber es ist eine. Ich gucke mir das lange an und ich habe total lange auch dafür gebraucht, irgendwie so Sachen zu denken, für wen arbeitet der, was ist seine Strategie, was könnte noch dahinter hängen. Ja? Ich habe mich auch lange Zeit davor gewehrt, so etwas zu denken, weil ich keinen fertig machen will. Aber es ist für mich jetzt so, dass Occupy jedenfalls in Berlin zumindest irgendwie akut gefährdet ist durch diese Scheiße. Und was da abgeht mit diesem zwangshaften Konsensieren und irgendwie den ganzen Regeln und diesen ganzen Scheiß, diese Bürokratie, die sich da auf Facebook auftut, das hat für mich mit Occupy nichts zu tun, weil da sehe ich, dass eher Occupy besetzt und macht Widerstand, so wie in London, in dem Park und in New York. Ja, Widerstand, hallo? Aktion, ja, und ich weiß ganz genau, wer Aktion macht und das total toll macht auch irgendwie. Und ich habe mit Carina zusammen, wir haben uns halt irgendwie eine Nische gesucht, so, und ich wünsche mir das auch von jedem anderen Aktivisten. Da gibt's noch total viel Spielraum, was man noch so alles machen kann. Und da trifft man sich und da lernt man sich kennen und da lernt man sich vertrauen. Und das ist die Basis für mich und der Weg. Und nicht über irgendwelche Pamphlete und Propaganda und diese ganze Scheiße irgendwie. Das ist schadhaft. Ich möchte davor absolut warnen. Also ich bin... Dankeschön, Masu. Ich bin sehr erschreckt darüber, wie Florian sich hier gegeben hat. Ich bin absolut auf deiner Seite. Das Projekt, was ihr macht, ist ein super Projekt und das brauchen wir. Genauso wie Masu auch macht das mit Castor TV, das brauchen wir. Wir brauchen unabhängige Medien. Ja, Medien, die von etwas berichten, was in der Realität stattfindet. Wir brauchen nicht. Und deswegen, und ich habe mich auch lange zurückgehalten und ich habe mich auch sonst nicht in irgendeine Facebook-Diskussion eingemischt, ja. Aber das, was dort stattfindet, wir brauchen keinen Rat. Das ist völlig Blödsinn. Wir brauchen auch keine Gruppe von wegen Fallversammlung. Das können wir machen, das ist eine gute Idee, aber nicht unter so einer Führung, ja, weil wir haben es eher immer zu tun mit einer Führung. Der Mann will führen. Der Mann hat die Schnauze voll. Ja.
Ich glaube ihn auch. Er möchte was bewegen, aber er ist auf dem falschen Weg. Nicht so. So geht es nicht. So kannst du keine Menschen überzeugen und so kannst du auch keine Menschen inspirieren oder begeistern. Indem du irgendwie einen Rat von 11 Leuten hinsetzt, 5 davon sind Admins und dann sagst du, ja, dann lass uns mal den Rest der Rat wählen. So funktioniert das Ganze nicht. Das ist nicht der Gedanke der Bewegung gewesen und das Ganze noch unter Namen von Occupy oder von Basisdemokratie. So läuft das nicht. Das kann nicht so funktionieren. Ja. Alles andere ganz gut. Und wenn er dann fertig ist, dann muss er sich irgendwie in psychologische Behandlung begeben oder schlafen gehen, so wie Maso das gesagt hat. Das ist richtig. Es kann nur funktionieren mit uns zusammen. Ja, wir sind hier eine große Protestbewegung, was Deutschland gesehen ist, ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns zentralisieren würden oder dezentralisieren, also zentralisieren und dann dezentralisieren, also erstmal zusammentun, um die Qualität zu verbessern, dann kriegen wir das hin. Aber nicht so. Das nicht so, wie er das vorhat. So funktioniert es. Du musst die Menschen mitnehmen. Also die Menschen mitnehmen und du musst die Demokratie bewahren. Das heißt auch dazu, dass du andere Leute anhören musst. So. Und dann musst du dir auch Kritik anhören. Das muss ich auch den ganzen Tag, verdammte Angst. Dann ist das halt so. Und dann kommt man irgendwann... Ja? Entschuldigung. Nur zur Info, ich glaube, Florian hat den Raum verlassen. Ich weiß. Es macht nichts. Vielleicht nimmt ja noch jemand auf. Ich gehe jetzt auch. Ihr seid unter euch. Tut was Gutes. Tschüss und gute Nacht. Gute Nacht. Ja, tschüss, Andreas. Gute Nacht. Aber so wie er das da macht, kann das nicht funktionieren. Und soll das auch nicht funktionieren. Also das möchte ich meiner Tochter nicht sagen. Ja? Dass wir jetzt irgendwie so ein Rat einrichten, der dann über alle zu entscheiden hat und so. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Das funktioniert so nicht. Ja, Marcel? Also du hattest einen Einwurf und jetzt fängst du an mit Wiederholungen. Und Andreas hat eine Wortmeldung gesetzt. Jo, dann würde ich sagen, vorschlagen, wir machen weiter. Andreas? Ich suche gerade den Knopf, wie ich hier wieder rauskomme. Nee, du bist hier drin. Also, jetzt ja, bist du dran. Ja, ich wollte ja gehen, tschüss. Ach, du wolltest tschüss sagen? Ja, tschüss. Ja, tschüss, Andreas. Also, ich möchte, wenn, sollte ich irgendwann wirklich so auftreten. Ich hatte wenigstens auch zwei X gesetzt. Ach so, Entschuldigung. Aber sollte ich irgendwann mal so auftreten, wie Florian das getan hat, dann sagt mir bitte Bescheid und ich werde mich zurückziehen. Also okay. Machen wir. So, Hanfprinzessin. Na jetzt, ich wollte auch dazu sagen, weil klar hat er recht, der Ton macht die Musik, der ist nicht immer so schön, aber wie er schon sagt, er ist fertig, wir sind fertig. Wenn man einfach fertig ist und irgendwie übervoll von irgendwelchen Dingen, dann ist der Ton vielleicht doof. Hilft jetzt auch nicht gerade weiter, aber zeigt doch deutlich, wo jetzt gerade der Stresspegel ist bei den einzelnen Aktivisten. Ich meine, wir sind alle von Anfang an dabei. Und nur weil jetzt einer voll der Marketing-Profi ist und da den Seiten auf ad hoc hochziehen kann und super vermarkten, ist er jetzt nicht irgendwie viel wichtiger und muss jetzt im Fernsehen zu sehen sein und muss jetzt hier einen Rat gründen und eine Vollversammlung. Und wenn man dann mal eine Kritik einwirft, ich meine, ich habe mir erlaubt dann zu sagen, mir reicht's, das ist alles Energievampirerei, weil ständig nur die Aufmerksamkeit, und darum ging's mir, das wollte ich mit dem Wort an Energievampir ja sagen, und das sage ich mir auch ins Gesicht, jederzeit, auch wenn man mir gegenübersteht, in die Augen, dass das einfach energievampirisch ist und ich liebe diese Bewegung und das zieht ja einfach Energie ab. Und dann werde ich für so ein Wort verwarnt. Also, was kann man auch nicht für voll nehmen? Dann die nächste Aktion, dann, wie du schon sagtest, aus dieser Rat besteht aus Leuten, wo ich zum Beispiel heute, dank der Transparenz sehen konnte, dass, wenn jetzt hier Aktivisten, gestresst sind, dann wird denen gesagt, kiff mal ein, was ist denn das für ein Umgang, was ist denn das für ein Außending? Man kann doch nicht seine eigenen Gewohnheiten der Stressreduzierung anderen aufkippen. Das kann doch jeder für sich selber wissen, ob der spazieren gehen möchte, meditieren, Yoga, ficken, kiffen oder sonstige Dinge tun möchte, um sich zu entspannen. Ich verbitte mir sowas von Ratsmitgliedern und deswegen ist dieses Ding ist völlig absurdum. Bitte weg damit. So, was ist jetzt überhaupt noch an mit dir? Aber erst hat das Backup gewesen. Backup ist Ralf, der hier immer noch ein Backup macht. So, und Rainer Mendler spricht nochmal jetzt, um das vorzulesen.
Was würde dagegen sprechen, wenn ihr aus der Protestbewegung eine Lösungsbewegung machen würdet? Es gibt einige gute Ansätze, die möglicherweise gut Antworten für deine Tochter bringen würden. Wenn ihr gegen das Finanzsystem seid, was jeder vernünftige Mensch sein muss, dann könnt ihr doch eigentlich auch für eine Änderung des Geldsystems sein. Ja, dafür sind wir ja auch, okay? Beispielsweise gibt es die Idee mit dem Grundeinkommen oder wir nutzen die kommerziellen Strukturen, um Geld umzuverteilen, müsst ihr unbedingt eine Protestbewegung sein. Gute Frage. PA. Okay, dann würde ich jetzt sagen, Thomas zuerst und dann PA. Thomas hat einen Einwurf. Nee, hallo, ich habe die falsche Taste gedrückt. Nee, ich wollte nur sagen, ich verabschiede mich hier jetzt erstmal. Ich fand das heute eine sehr interessante Diskussion. Es war sehr emotional, sehr krass. Fand ich sehr gut, dass es überhaupt mal geführt wurde, weil es zeigt mir mehr oder weniger meinen reellen Zustand von der Bewegung an. Und ich finde es einfach nur verdammt gut, dass das endlich mal hier zustande gekommen ist, wo auch einige Leute mal aufeinander getroffen sind, die sich sonst nie wieder vielleicht irgendwo mal so begegnen. Und ich bedanke mich für die Moderation von Paulette und von Sebastian. Und ich gehe jetzt einfach mal in TS und ja, werde noch so ein bisschen rumschillen, ne? Weil meine Konzentrationsfähigkeit hat sich erschöpft. Ich bin seit 7 Uhr hier drin gewesen. Wir haben inzwischen 2 Uhr 05. Das ist so ungefähr die längste Sitzung, die ich je erlebt habe. Und ich glaube, wir haben heute was ganz Grundlegendes geschafft. Auch wenn es nach Streit und Konflikt aussieht, aber wir haben irgendwas geschafft. Ich weiß zwar noch nicht was, aber wenn ich drüber geschlafen habe, werde ich das bestimmt herausfinden. Ich wünsche euch allen was. Du bist süß. Danke. Danke, danke, PA. Das wie ist ein Hammer-Statement zum Schluss. Danke, PA. Und auch, wir werden uns wieder sehen, auf jeden Fall. Danke für deinen ganzen Einsatz hier. Danke. Ich würde noch gerne, bevor es zu spät ist, auf die, müsste unbedingt eine Protestbewegung sein. Da kann ich wieder nur irgendwie das betonen, wie ich Occupy verstanden habe. Und das ist ja nicht in Deutschland geboren. Und zwar, dass jeder für sich selbst spricht und dass jeder eine Aktion macht. Und ich wollte jetzt noch ergänzen, irgendwie, wer noch wichtig ist, ja. Da muss ich auch Gullitaucher nennen, da muss ich Paulette denken, nennen, Basti kenne ich erst seit kurzem wirklich, aber ich bin wirklich auch angetan, also wie er denkt, wie klar er denkt, wie analytisch auch, und sowas liebe ich auch, und ich sehe in jedem Einzelnen, in jedem Individuum irgendwie totale Stärken, und wenn dann jemand dann etwas macht und Leute kommen dazu, dann bin ich happy, und das ist für mich Occupy. Vielleicht bin ich ein bisschen stumpf, aber ich brauche diesen ganzen Überbau nicht, ne? Ich finde ihn schadhaft. Zustimmung. Auf jeden Fall Zustimmung von meiner Seite. Und ja, natürlich macht man sich seine Gedanken, inwieweit, wie man auftritt, wie man, was man tut und ob das denn überhaupt richtig ist. Und ja, ich bin einfach nur ganz schön nachdenklich geworden, weil ich einfach für mich sehe, dass eine Bewegung ist, die mir am Herzen liegt. Und ich habe jetzt einfach schon auch im Real Life einfach miterlebt, dass mir da Leute so einen vor den Karren gebrezelt haben und ich erleben musste, dass man irgendwie Sachen geändert hat, und ich will das einfach nicht, dass es geändert wird. Ich habe auch in der Friedensdemo, habe ich jetzt schon so viel mitgekriegt, dass ich einfach im Vorfeld Leute hatte, die dann irgendwie das Ganze mit ihrer Ideologie überrennen wollten, und das musste ich auch verhindern, und die haben dann ihre Scheiße mit reingebracht. Und ich möchte ja eigentlich seine Arbeit nicht torpedieren, aber ich sehe einfach in der Arbeit keinen sinnvollen Nutzen für jetzt gerade momentan für die Bewegung. Es hält uns einfach nur auf, und es war wieder so eine Sache gewesen, es ist wirklich ein paar Tage vor unserer Demonstration passiert und hat auch wieder unheimlich torpediert. Und naja, ich möchte mich auf jeden Fall, wenn ich Fehler gemacht habe, bitten darum, dass man mir die auch wirklich sagt, ich bin kritikfähig. Ich werde wohl jetzt zunehmend als unreifer Mensch dargestellt und
bin eben halt auch zu jung, um eben halt irgendwie Aktionen machen zu können, und weil ich auch nicht lange genug in der Bewegung bin. All diese Sachen sind für mich, ich komme jetzt zum Punkt, all diese Sachen sind für mich einfach eine totale Beschneidung meiner Persönlichkeit, die ich nicht akzeptieren werde. Wie jung bist du? Ich bin 25 Jahre alt, aber leider nicht alt genug für die Bewegung. Ah ja, also genau optimal alt genug. Also hör auf mit so einem Kram, du bist nicht alt genug, das ist völliger Blödsinn. Hallo, das war eine Aussage von Florian Raffel in der PN, wo er geschrieben hat, ich bin Baujahr 71 und du? Und es war eine Aussage von Anrufen auch persönlich, der mir gesagt hat, du musst erstmal hinten mitlaufen, von Michael Haferkorn war es eine Aussage, du musst dich erstmal hinten anstellen, bevor du überhaupt eine Demo organisieren sollst. Ich habe hier eine Demo fast alleine von der technischen Organisation auf die Beine gestellt und habe dann mitunter manches Mal auch kopflos reagiert, weil ich einfach überlastet und überarbeitet war. So, unser einer Veranstalter hatte Nervenzusammenbruch und ich hatte unheimlich auch fast schon Nervenzusammenbruch jetzt in der letzten Woche. So viel dazu. Also, aber trotzdem haben wir eine geile Demo auf die Beine gestellt und dafür können wir uns auf die Schulter klopfen. Auch wenn wir eben halt manche Leute vor den Kopf gestoßen haben, wie einen Michael Haferkorn unter anderem. Keine Frage. Und du kannst darauf sehr stolz sein. Und wenn ich eins mitbekommen habe, dass die meisten Aktivisten an Ende ihrer Grenzen arbeiten, und das tut sicherlich auch du, aber trotzdem echt Dankeschön, dass du das machst, ja, dass du da bist. Ja, wir arbeiten alle an unseren Grenzen, whatever. Nochmal auf die Frage zurückzukommen von Rainer oder auf den Vermerk. Was mir und meiner Tochter helfen würden, wenn wir hier alle zusammenfinden würden irgendwie. Was aber nicht möglich ist, wenn es da Einzelne gibt, die irgendwas installieren wollen. Weil das haben wir doch schon gehabt. Aus diesem System kommen wir ja schon, ne? Ja, absolute Zustimmung, Basti. Und bei den Aktionen finden sich ja die richtigen Leute. Das ist ja das Merkwürdige. Das ist, also ich glaube ja nicht an Schwarmintelligenz, aber wenn es die ein bisschen gibt, dann dabei, dass sich in den Aktionen die richtigen Leute ja über den Weg laufen. Okay, Wortmeldung von Paulette. Nee, ich gebe ab. Hab den Faden verloren. Sorry. Ja, und das ist auch das, was ich erlebt habe. Also das ist das, was ich in der aktiven Arbeit in den 11 Monaten erlebt habe. Wir finden uns und ich habe euch gefunden. Und ich habe auch hier wirklich, ich habe nur Freundschaften gefunden. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Jahr so viele Freunde kennengelernt wie in diesem Jahr. Und vielleicht eine Menge Feinde, das mag sein. Aber ich bin eher darüber erfreut über diese Freunde und über die Aktion, die wir machen können. Wir haben echt eine Menge hier reißen können. Ja, das geht so weit, dass wir uns, man hat uns immer vorgeworfen hier in Kiel, wir sind ja nicht politisch. Ja, jetzt haben wir einen Oberbürgermeisterkandidaten, wir gehen in die Politik hier jetzt. Auch wenn das nicht gewollt ist von der Occupy-Bewegung. Wir wollten ja nicht politisch werden, aber nur, wir haben gesagt, wir gehen rein, um das Ganze transparent zu machen. Und ich bin auf der Straße gewesen, ich habe mit Leuten geredet und die haben gesagt, Mensch, geile Sache, was ihr macht. Genau das musst du mal gemacht haben. Endlich steht da mal jemand auf für und endlich macht das mal jemand. So, ja, keine Frage, gewählt werden die nicht werden. Aber einfach nur mal, um die Presse da auszunutzen und um einfach mal diese kritischen Fragen zu stellen, die dann wirklich zu stellen sind. Und das dürfen wir, jeder Einzelne darf das niemals vergessen. Diese kritischen Fragen, die wir stellen, die müssen gestellt werden und sie müssen immer wieder gestellt werden. Die Medien übernehmen das nicht. Die Medien machen das nicht. Die Medien machen das nur, wenn das brennt. Ja, wenn ein Camp brennt oder wenn sonst was passiert oder sonst was. Aber wenn die daran Geld verdienen können. Aber nicht, wenn der Weltwirtschaftspräsident bei dir im Camp ist oder wenn da irgendein hoher Politiker ist, dann werden die nicht drüber berichten. Warum? Weiß der Geier. Weil es geht hier nicht mehr um Menschlichkeit. Es geht hier einfach nur um Geld verdienen. Ja? Und RTL-Programme kennen wir alle. Da geht's um Action. Also Action können wir ihnen liefern. Eine Menge. Ja, Widerstand an allen Fronten einfach. Also deswegen habe ich auch was gegen Dogmen. Ja, das ist viel zu einseitig, viel zu. Also es gibt so viele Fronten, da kann man parallel angreifen.